Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo. Das Thema Mindmapping soll uns heute beschäftigen. Wir wollen die Grundlagen dafür legen, Mindmapping einsetzen zu können. Mindmapping ist ja eine Methode, Begriffe in den Zusammenhang zu bringen. Und ich empfehle für den Unterricht und auch für die Arbeit sonst kleine kostenlose Programme, wie zum Beispiel das Freeplane. Über ein anderes Programm, das XMind, werde ich später noch ein Video machen. Wir suchen nach Freeplane, finden Freeplane.org. Und hier können wir uns schon mal einen ersten Überblick verschaffen. Voraussichtlich aber nur in Anführungsstrichen in Englisch. Die Beispiele hier am Rand sollte man sich genau anschauen. Sie demonstrieren sehr eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit von Freeplane. Nun kann man das Freeplane hier herunterladen. Bei sourceforge.net, da bekommt man das Freeplane direkt. Das ist aber die Programmversion, die man also fest installieren muss. Und deswegen empfehle ich diese hier an dieser Stelle nicht, sondern ich suche nach Freeplane Portable. Das ist eine Version, die nicht installiert werden muss, die man also auf dem USB-Stick laufen lassen kann. Liegt auch bei SourceForge. Und da erhalten wir Zugang zu allen Freeplane Download-Versionen, nicht nur zu dieser installierbaren Download-Version. Und hier steht auch nochmal, was zu beachten ist, nämlich man lädt also die Portable Apps Plattform herunter. Dann braucht man in der Portable App Plattform das Java. Das kann man also leicht über die Portable Apps Plattform installieren. Und dann benötigt man noch das Freeplane XX, also das ist die Versionsnummer, PuffExe. Und dieses Freeplane kann man also auf seinen USB-Stick in die Portable Apps Plattform problemlos integrieren. So, hier sind wir also auf SourceForge und hier sehen wir alle Versionen von Freeplane, unter anderem eben auch die Anführungsstrichen normalen Versionen, mit denen man also hier installieren kann. Wir benötigen aber diese Plattform hier, diese Freeplane-Version. Dann dauert das mal ein paar Sekunden. Und dann bekommt man den Download angeboten. Schon runtergeladen. Ja, ging relativ schnell. Hier haben wir ihn schon. Und den kann man dann starten, als was schiefgelaufen konnte, nicht gefunden werden. Also nochmal zurück. Nochmal downloaden. Habe ich die falsche Version erwischt? Nein, jetzt kommt der erste Download. Das hat ein bisschen gedauert. Also, ich hatte es vorhin schon mal probehalb runtergeladen, deswegen hat er das ja nicht gefunden. Er lädt jetzt die 22,9 Mibibyte herunter, ist gerade fertig, hat gerade noch nach Viren gescannt. Jetzt können wir es starten, ausführen. Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass die Portable Apps Plattform die Java-Programme unterstützt, annehmen. Ich lege jetzt fest, wo es hin installiert werden soll. Ist das richtig? Ich schaue nochmal. Ich habe es bei mir auf die lokale Festplatte C gelegt. Das ist richtig. Installieren nennt sich das hier. Dabei wird das nur in das Plattformsystem von Portable Apps integriert. Wird nicht richtig installiert. Und jetzt können wir es starten. Und da kommt es auch schon. Freeplane and Knowledge Management Software. Nicht wundern, auf manchen Systemen sind noch ältere Freeplane-Installationen. Das werden wir demnächst dann auch noch anpassen. So, hier haben wir also das Freeplane. Hier ist ein Beispiel.
Mindmap dabei und wir starten mitten rein. Wir wollen eine neue Mindmap erstellen. Und wenn wir das tun, erhalten wir auch sofort einen Wurzelknoten. Und wie man jetzt solche Systeme aufbaut, wie man Mindmaps aufbaut mit Hilfe von Freeplane, das wird dann aber Thema des nächsten Videos sein. Noch kurz einen kleinen Überblick. Wir sehen also hier Symbole, Titelzeile, Menüzeile, Symbolleisten, die uns helfen sollen, hier unsere Mindmaps schnell und effektiv zu realisieren. Wie gesagt, im nächsten Video dann mehr. Zunächst hoffe ich, dass alle bis hierher gekommen sind, sonst mache ich nochmal ein Anleitungsvideo, wie integriere ich die Java-Plattform in die Portable Apps. Bis dann!